Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life Opposing Force. Ja, wir haben in der letzten Folge von Panty spielt Half-Life 1 durchgespielt und jetzt fangen wir mit Half-Life Opposing Force an. Wie ich schon erwähnt habe, ist das ein Spiel von Valve zusammen mit Gearbox. Und hier spielt man ihn hier, einen der Soldaten, die geschickt wurden, um Gordon Freeman zu töten. Und zwar, was man jetzt gleich am Anfang im Intro erfährt, in dem cinematischen Intro, ähnlich wie bei Half-Life auch. Da wissen die noch gar nichts davon. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Neues Spiel. Diesmal lassen wir den Trainingsraum weg und spielen wieder auf einfach. Wir wollen schließlich primär die Story sehen. Und nicht an Gegnern frustrieren. Tatsächlich habe ich da mittlerweile einfach keinen Bock mehr drauf, bei so alten Spielen an den Gegnern zu frustrieren, wie ich es früher gemacht habe. Tatsächlich ist das ein Spiel, da es jetzt gleich mit dem Intro losgeht und ich euch das genießen lassen möchte, sage ich das vorher, ist das ein Spiel, während ich bei Half-Life 1 ab der Stelle, wo man sich mit dem Ventilator hochpusten lassen musste, angefangen habe, viel zu cheaten und mir immer wieder die Waffen zu geben zum Beispiel und solche Sachen. Was ich jetzt nur beim Endgegner machen musste, habe ich in dem Spiel tatsächlich erst beim Endgegner gecheatet. Das heißt, das habe ich so gespielt, wie wir jetzt Half-Life 1 gespielt haben. Aber ja, ich habe selbst Opposing Force nicht ohne Cheaten durchgespielt. Ich hoffe jetzt, ich verwechsel das nicht mit dem nächsten Teil, Blue Shift. Aber das ist, also ich habe hier viel weniger Erinnerungen dran tatsächlich als an das normale Half-Life. Und vor allem halt Half-Life 2, was ich quasi auswendig kann. So, aber jetzt geht's erstmal los mit dem Intro. Hier zwingt mich das Spiel in eine bestimmte Richtung zu gucken. Okay, Groß 7, weiter nach Sektor 112 zur LZ. Rendezvous mit Alpha, Bravo, Tango. Ende. Verstanden, HQ. Oder ist hier was kaputt? Ah. Wieso? Der Pilot fliegt uns doch direkt zu deiner Mama. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Ach, halt doch die Klappe, Jax. Was immer du. Hey, riechst du das? Was? Riecht schon wieder wie ein Babysitter-Job, Mann. Babysitter-Job. Ihr spinnt ja wohl. Das ist doch ganz klar ein Trainingseinsatz. Warum hätten die sonst unsere Order so lange geheim gehalten, hä? Ja, was soll der Quatsch eigentlich? Wir müssen uns in die Schrottmühle hier reinquetschen und keiner sagt uns, was abgeht. Hast du ein Problem, Private? Ihr erhaltet eure Order, wenn wir die LZ erreicht haben. Verstanden, Soldat? Sir, jawohl, Sir! Echt, mir doch egal, wohin wir gehen. Solange es nur endlich Action gibt. Pass auf deinen Vektor auf, Boost 3. Es wird ein bisschen eng hier drin. Wenn das wieder so eine Rettungsaktion ist, dann bin ich echt sauer. Mann, ich wäre auch sauer, wenn ich deinen blöden Arsch retten müsste. Kann schon jemand die LZ sehen? Negativ, Boost 7. Ich sehe irgendwelche Aktivitäten da oben, kann aber nicht erkennen, was es ist. Hey, Shepard, Jackson, hier hat was für dich übrig. Okay, ich meine, das ist leer. Verdammt, Boost 3 ist runter. Vier, fünf, eins, drei, vier,
5. Okay, dieses Zucken ist immer noch da. Das heißt, ich muss jetzt mal eben im Menü rumspielen und schauen, warum. Mal den Mausfilter aus. Nein. Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Sie sind Corporal Shepard, stimmt's? Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich fürchte, Sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Die meisten Ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Ich glaube, ich habe in der Nähe, wo ich Sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können Sie hingehen und um Hilfe funken. So, er ist fertig mit Reden. Ich würde jetzt erstmal speichern. Die Optionen sind noch nicht so, dass er... Ich würde jetzt erstmal speichern. Neues gespeichertes Spiel, speichern. Und will jetzt mal ganz kurz rumspielen und gucken, dass das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, so, da sind wir wieder. Wie man sieht, ist die Einstellung jetzt richtig. Und zwar, was ich gemacht habe, falls euch das Problem auch ist. Zum einen habe ich die Joystick-Sicht ausgeschaltet, den Mausfilter ein und Raw-Mouse-Input auch an. Und danach war das Problem gelöst. Der Joystick-Sicht, die Joystick-Sicht ist an, weil das Spiel ist darauf konfiguriert, dass man mit einem Gamepad spielen kann, was Half-Life 1 nicht war. Und jetzt können wir also loslegen und spielen. Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich kann das noch nicht verwenden. Ich gehe erstmal hier raus. Der hatte von einem Funkgerät geredet. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Das ist gut. Das Kapitel heißt schon so schön suffisant: Welcome to Black Mesa, willkommen in Black Mesa. Wir sind nicht der einzige tote Soldat oder der einzige verletzte Soldat. Hier wird einer neben der Trage schwebend weggetragen. Ja, auch das Spiel ist nicht bugfrei. Da kommen wir nicht rein. Und hier sehen wir auch schon die ersten Gegner. Wie man sieht, auch die Soldaten sind von dieser Zombifizierung nicht gefeit. Und oh Gott, ich habe noch nicht meine Waffe jetzt. Schnell weg hier. Es wird ja davon ausgegangen, dass man die vorherigen Teile schon kennt. Schnell hier runter. Hast du das gerochen? Okay, ich will nicht alleine sterben. Sorry, Shepard. Ich darf die Tür erst öffnen, wenn du uns hilfst. Außerdem, helf euch doch. Ohne die Panzerweste willst du da eh nicht reingehen. Ich habe sie da liegen lassen, wo die anderen Soldaten behandelt werden. Also, komm einfach wieder, wenn du sie gefunden hast. Komm einfach wieder, wenn du sie gefunden hast. Hier ist ein Zombie, der mir hinterher rennt. Dankeschön. Eine einzigartige parasitäre Strategie, finden Sie nicht auch? Haben Sie jemals eine so fantastische Spezies gesehen? Diese Krebswesen können das Nervensystem ihres Wirts verändern. Können Sie sich vorstellen, wie die nächste Stufe dieser Mutation aussehen wird? So, jetzt haben wir aber den... unsere Lebensenergie und Panzeranzeige, weil wir den Schutzanzug anhaben. Na klar, als Team sind wir besser. Dann lass mich mal raus.
Du hast die Panzerweste also gefunden. Damit dürftest du da draußen einigermaßen sicher sein. Also, ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr Jungs uns hier vielleicht nicht retten sollt. Vergesst einfach nicht, dass wir noch hier sind. Na gut. Ja, den Job hier, den hat mir mein Cousin besorgt. Viel Glück. Danke. So, während Gordon Freeman als die ikonische Waffe die Brechstange hat, haben wir an ihrer Stelle einen Schraubenschlüssel. Und auch hier fängt alles mit Laserstrahlen an, denen man ausweichen muss. Und man kann schon von Anfang an alles kaputt machen. Zum Beispiel auch diesen Spiegel. Krummel. So, und dann kriegen wir die Laser kaputt und können hier durch. So. Natürlich, klar, da wird ein Alarm ausgelöst. Aber das hat uns ja jetzt erstmal nicht zerstört. Jetzt kommen erstmal die und die sind kein Problem mit dem Schraubenschlüssel. Oder? Hier haben wir gleich radioaktive Matsche. Direkt am Anfang. Ach ja, die Gegner sind ja immer noch ein Hindernis, bis ihre Todesanimation durch ist. Denen macht natürlich die radioaktive Matsche nichts aus. Und dann können wir hier gleich mal in die Kisten reingucken. Wir haben auch eine Art Anzug mit Energie. Und da sehen wir den G-Man wieder. Irgendwie ist er eben hängen geblieben im Vorwärtslaufen. So, und jetzt sind wir hier außerhalb von der Wüste und haben gleich mal hier so Sprungsachen. Dieses Stück hier kennen wir auch aus dem Intro. Tatsächlich haben wir auch im Intro gesehen, wir sind an dem Stück entlang geflogen, wo Gordon Freeman entlang hüpfen muss. Okay, wir sind jetzt hier unten. Dann geht's mal hier unten lang. So. Und dann kommen wir hier hoch und sind... Na komm. Okay, dann eben so. Und hier hoch. So. Jetzt haben wir noch ein Messer. Das wir haben tatsächlich zwei Nahkampfwaffen. Das Messer sollte mehr Schaden machen. Speichern. Ah, ich lege erstmal Option. Ich lege erstmal das Schnellspeichern auf. Schnellspeichern auf F5. Okay. Weil man das heutzutage so gewohnt ist. Und wir haben statt des Taschenlampe ein Nachtsichtgerät. Was natürlich eine viel bessere Sicht uns ermöglicht als die Taschenlampe. Hier sind wir abgestürzt. Da sind unsere Freunde. Alles nicht wirklich sehr gut. Der Zaun steht unter Strom. Da haben wir eben auch schon Schaden genommen. Ich guck mal, ob ich hier durch kann, ohne zu sterben. Nein, ich sterbe tatsächlich sofort. Das zeugt dich also da und tauntet uns. Ja, das ist... Mit dem Messer können wir im Gegensatz zur Brechstange die Headcrabs one-hitten. Das geht auch. Wir können die Kisten auch mit dem Messer öffnen.
dauert nur länger als mit der Brechstange. Ja, der war blöd und ist hierher gekommen. Wie geht jetzt mal hier rein? Tatsächlich erinnere ich mich nur ein kleines bisschen an die Sachen. So, hier ist jetzt wieder so ein Rätsel, wo man in den richtigen Momenten da durch muss. Ich beobachte gerade mal das Pattern, also das hier verschwindet, das hier bleibt da. Gehen wir jetzt mal durch, wenn das verschwindet. Das hier bleibt aber da, jetzt ist es verschwunden, dann geht es schnell weiter. So. Und dann kommen wir hier raus. So, erstmal wieder speichern. So, wie gesagt, der Zaun steht unter Strom und es ist immer noch die gleiche hakelige Steuerung wie früher. Und hier wollen wir hin den Strom abstellen. So, und damit können wir uns auch die Waffe holen, die übrigens einen kleinen Zielpunkt hat, was schon mal ziemlich cool ist. Und damit haben wir die erste Schusswaffe gefunden. Und weil wir jetzt den Generator ausgemacht haben, ist natürlich auf der anderen Seite, da wo wir getauntet wurden von den Sachen, ist direkt so ein Vortigaunt. Und die machen gut Schaden. Aber die Waffe hier ist nicht nur munitionslos, sondern gefühlt besser als die Standardwaffe im ersten Teil. So, gleich nochmal etwas eingesammelt hier. So, und ihr merkt schon, ich bevorzuge tatsächlich das Messer, weil das nicht wirklich sehr viel Unterschied macht. Gerade am Anfang will man jeden Bonus haben, den man kriegen kann. Hier ist nichts drin, außer noch mit Lebensenergie. Also gehen wir mal hier rein. So. Und hier geht es noch weiter runter. Das letzte Stück Leiter ist abgebrochen, das ist egal, dann bleiben wir halt hier unten. Und so. Den gehen wir aus dem Weg. Das ist hier, wenn wir runtergefallen sind, sollten wir runtergefallen sein. Und weiter geht's. Wir sind also hier im Außengelände von dem Black Mesa Bereich. Zwei Schüsse hätten gereicht. Okay. Und jetzt haben wir schon die Shotgun, für die man in Half-Life 1 recht lange warten musste. Und ich sag Half-Life 1, weil das war für uns, das Spiel hier war für uns Half-Life 2. Und dann gab es sein eigenes Spiel mit dem Namen Half-Life 2. Das war jetzt das war jetzt frustrierend oder enttäuschend. Enttäuschend, das ist der richtige Ausdruck. So zwei Schüsse auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, ich habe in Half-Life 1 die mit einem Schuss umgebildet. Das ist der Shotgun. Vielleicht treffe ich aber auch noch nicht richtig. Nun gut.
Ich habe schon fast keine Munition mehr. So. Hier geht gleich alles den Bach runter. Ich glaube, ich bin dadurch, dass ich gerade runtergefallen bin, quasi tot. Türen gehen müssen. Ich bin ziemlich sicher. Da oben. Okay, also. Ich bin mir sicher, ich muss so schnell irgendwas muss. Das ist jetzt wieder so eine Stelle, wo man ziemlich schnell etwas tun muss und rausfinden muss, was. Hier tötet ein das grüne Zeug sofort. Ich habe nicht den Hazardous Environment Suit. Nein, das hilft nicht. Okay. Wie man sieht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich tun muss an dieser Stelle. Warten. Ich hätte einfach nur warten müssen. Jetzt steigt hier die Flüssigkeit. Man sieht den G-Man, der scheinbar für all das hier verantwortlich ist, der mich wohl töten möchte. Und jetzt geht hier die Tür auf, kurz bevor ich abkratze. Vielleicht hat er mich aber auch gerettet, also. Das weiß ich nicht. Entweder hat er mich retten wollen, der G-Man, oder... Naja, der hat hier die Kontrollen bedient. Das sind für mich tatsächlich sehr frustrierende Stellen. Ja, sowas, zeitbegrenzt. Das sieht doch so aus, als wenn es gerade so weitergeht. Ja, das ist der Nebenraum. Die Tür ist zu. Hier tropft das Zeug raus. Wir haben Strom in dem Wasser. Herrlich. Schaden genommen. Die ist jetzt am Stromschaden gestorben. Nicht, weil sie ins grüne Zeugs gesprungen ist. Die Headcrab natürlich. Das will ich nicht kaputt machen, weil ich davon ausgehe, dass dann hier das ganze Zeug rausfließt. Tut die Viecher one-hitten. So, hier können wir jetzt von dem Sinne wieder erstmal wieder aufladen. Sehr hilfreich. So. Und dann können wir hier den Kran. Den Kran woanders hinfahren.
Ah, jetzt verstehe ich. Das ist quasi unsere Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Na, wir können jetzt hier... rauf. Wir wollen diesen Schalter betätigen. Nö. Das akzeptiere ich nicht. Ja, das Schießen ist jetzt nicht schlimm. Jetzt haben wir keine Chance, außer dass wir mal eben in den Strom rein müssen. Nehme ich an, daher speichere ich. Ja, ein bisschen Schaden haben wir genommen, aber das klappt schon. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Diese Stelle kennen wir doch aus dem Intro. Ja, hier sind wir mit dem Zug, aus dem Intro von Half-Life 1, hier sind wir mit dem Zug entlang gefahren. Und hier ist eine Roboter durchgelaufen. Der Zug hat auf den Roboter gewartet. Naja, wir können hier unten drunter durch, kein Problem. So. Wir können hier gucken. Ah ja, wahrscheinlich müssen wir da rein. Schauen wir mal. Und platsch. Das ist in irgendeinem Rohr. Wird von dem Wasser weitergetragen. Platsch. So, dann geht das hier erstmal durch. Hier sind wieder diese Kopfabsäbelviecher und dann kommen wir hier zu einer Leiter nach oben. Sehr schön. Alles ergibt ein einheitliches Bild. Ja, ein bisschen Hindernisparcours. So. Wir können uns hier direkt schon mit Granaten eindecken, ein bisschen Munition für eine kleine Handfeuerwaffe holen. Man sieht nicht viel. Die hat auch nur 7 Schuss auf einmal. Nicht 17 oder was die andere hatte. Dafür, wie gesagt, hat sie hier diese kleine Lampe. Ja. Jetzt sind wir hier, können hier nicht rein, während dieser Roboter da ist. Der Roboter ist blockiert von explosiven Kisten. Gut, dann jagen wir die in die Luft, damit der Roboter sich drehen kann und weglaufen kann. Und das hier ist wohl die Pumpe, die wir betätigen müssen, um das Dreckszeug hier wegzupumpen. Der stellt uns jetzt noch die Kiste hier hin. Sehr freundlich. Denn wir können hier nicht wirklich durch. Da kommen wir in das Dreckszeug rein, was uns jetzt sofort umbringt. So, einmal speichern und dann würde ich sagen. Hier, genau, hier geht's lang. Da sind wir. Das ist jetzt ein kleines Sprungrätsel wieder. Ein kleiner Sprungparcours und wir aktivieren die Pumpe. Das sind nur alles noch ziemlich einfache Geschichten. Und jetzt sollte das grüne Zeug sein. Sehr schön. So, dann können wir mal außen rum das Tor aufmachen und den Aufzug betätigen, der uns nach oben bringt. Und da erwarten uns die und hier sehen wir jetzt schon praktisch die Waffe hier ist. Die geht nämlich mit einem Schuss. Ach,
irgendwie lustig. Wir können diese Leiter hoch. Diese Stelle hier kennen wir auch. Das war, wo das Loch Leck war und wo der gesagt hat, wo die im Intro gesagt wurde, wenn sie mit den Materialien in Berührung kommen, müssen sie ein Screening machen lassen. Das heißt, wir laufen jetzt quasi so ein bisschen durch die Bereiche, die wir im Intro kennen. Und ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt hier in den Zug rennen, weil ansonsten ist hier ja nichts. Das hat nicht geklappt. Ich probiere das nochmal. Nein. Da ist nichts, hier ist nichts. Ah ja. Da schaut man mal. Hier ist ein Brett unter einem schweren Ding. Das schieben wir uns zurecht und dann haben wir eine Verlängerung des Bodens. Wir müssen aufpassen, dass wir das Ding nicht runterschieben. Das wäre sehr ärgerlich. So, und jetzt können wir hier rauf. Und in den Zug rein. Der dann sofort losfährt. So. Wie? Nein, das kennen wir schon. So. Der Titel heißt, wir ziehen uns zurück. Und das wird wahrscheinlich also genau in dem Moment sein, wo die Soldaten gesagt bekommen, bitte zurückziehen. Also, das war dann in Half-Life 1, hieß das Kapitel Vergesst Freeman. Sieht nicht sonderlich gesund aus. Da hinten läuft noch ein Sicherheitsbeamter herum, während hier in dem Zug Vortigons spawnen und despawnen. Wie gesagt, hin und wieder zurück teleportiert werden. So, die Tür geht einfach auf und das sind sie jetzt bei uns ans Freischalter. Ich glaube tatsächlich. Ah, könnte doch 17 Schuss haben. Schokolade. Blöde Maschinen. Warum funktionieren die eigentlich nicht? Hey, hast du mal eine Mark? Eine Mark. Damals gab es den Euro noch nicht. Ich kann nur sagen, so ein kleiner Job als Sicherheitsmann ist doch was echt Feines. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich war in der Schule. Sogar in der Gesamtschule. Klar, hab nichts Besseres vor. Dann nehmen wir dich doch mal mit. Schließlich auch gut schießen. Die Sprüche sind niedlich. Der wird mit Absicht ein bisschen blöd dargestellt. Nein, aber ein Freund von mir... Was ist
das, Doc? Ich weiß es nicht. Diese Spezies haben noch nie... Ist schon in Ordnung, ich kümmere mich. Also, mich hat ganz... Oh! Nein! Oh, oh. Ich will nicht sterben! Eine Reihe gehört. Die armen Kerle. Dann war die Stelle, die ich meinte, die Waffe, die ich meinte, in diesem Spiel und nicht in Half-Life 1 übrigens. Also in Half-Life 1 konnte man ja diese, ich habe eben gedacht, die Bienen sozusagen verschießen. Und hier eine Opposing Force. Ich bleib hier und tu so, als ob ich das Gebiet bewache. Nee, wirklich. Unsere Chancen sind besser, wenn wir zusammenbleiben. Die Waffe, die ich so super toll fand. Ich gedacht habe, ach, das als Haustier ist eine andere biologische Waffe als die man da hatte. So, Munition. Sehr schön, danke schön. Mama macht sich Sorgen, wenn ich zum Essen nicht daheim bin. Kaum zu glauben, dass ich den Typ erwischt habe. Dann mal los. Komm wieder mit. Weiter. Ah, mein Ruf eilt mir also schon voraus. Der hängt hier fest. Okay, von dem kann ich keine Hilfe mehr erwarten. Naja, okay. Es ist interessant, das ist ein Charger, aber trotzdem ist das ein Schutzschild-Symbol und kein Energiesymbol. Hier lade ich also mit der Energie mein Kevlar-Weste auf. Ich bin übrigens fast tot. So. Und dann würde ich sagen, gucken jetzt eben nochmal schnell, was uns hier erwartet. Nix, wir müssen tatsächlich den... Müssen wir den Security-Menschen mitnehmen? Nein, hier oben ist ein... Ah, Mist. Das funktioniert. Dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute. Und ich mache auch für heute Schluss mit der Aufnahme. Mittlerweile ist es Nikolaus. Das heißt, ich sollte langsam mal ins Bett gehen und vielleicht vorher noch meinen Stiefel rausstellen. Also dann, ciao, miau.